Also das ist das Massagegerät, das heute angekommen ist. Ich habe es natürlich gleich ausprobiert, um es einmal so, wie es ankommt, zu zeigen. Da war ich schon zu schnell, ich habe es schon ein bisschen ausprobiert. Hier hinten ist der Anschalter, da wird dann stufenlos gedreht. Und hier vorne dreht sich dann das. Um genauer zu gucken, wie das funktioniert, mit einer leichten Drehbewegung dieses Netz abnehmen. Und schon kommt zum Vorschein, wie man austauschen kann. Das war ursprünglich drin. Es wird einfach nur drauf gesteckt, diesen Kopf. Und wenn man hier so ein bisschen reinguckt, sieht man, dass das ein bisschen ungleichmäßig ist. Also es dreht sich, aber es bewegt sich auch zu den Seiten. Es macht diese komische Eierbewegung. Und hier, ups, dieses Rote, was man sieht, das wird gleich bei Betrieb eben warm. Man sieht die Lichter. Man sieht, dass das dreht. Wenn ich das jetzt doller mache, dann dreht das natürlich entsprechend doller. Jetzt fahre ich das mal wieder runter. So, und jetzt habe ich halt verschiedene Aufsätze. Einer davon ist hier mit so einem, ja, wie so einem Bimsstein zum Abschilfern. An dieser Stelle ist sicherlich nicht gedacht, dass man das Netz nochmal drüber setzt. Das steht zwar nirgendwo, aber das wäre ja ziemlich dämlich, das Netz zu massieren. Aber hier zum Abschilfern einfach direkt drauf. Ja, und dann kann man sich hier schön die Hornhaut von den Füßen polieren, oder wo auch immer man das möchte. So, und wenn man jetzt aber die anderen Aufsätze haben möchte zu einer normalen Massage, ist das sicher ganz angenehm, wenn das Plastik eben nicht direkt auf der Haut rumrubbelt. So, dann macht man das mal hier wieder drauf mit einer Hand, immer ganz schön schwierig. Probier's mal. Na, ich muss mal eben improvisieren. Eigentlich geht's ganz einfach. Oder auch nicht. Komm schon. Dazu gesagt ist, das hat natürlich nur eine Stelle, an der es passt. Und wenn man vorher guckt, dann ist es einfacher. So, jetzt habe ich die Stelle gefunden. Und dann wird es an der Stelle nur reingedrückt, gedreht und klick. Und dann ist es jetzt wieder fest. Ja, einmal genau gucken, wie es funktioniert und schon passt das. Und hier ist eine, die Hornhautgeschichte. Hier mit Gummi rutscht man auch nicht so ab. Und es liegt halt sehr schön in der Hand. Bisschen wie ein Duschkopf, nur ein bisschen schwerer.